Sustainability is in our hand, das ist das Motto des Internationalen Entrepreneurship Awards, kurz auch SEA, den wir vor nunmehr einem Jahr gegründet haben. Wir brauchen ökologische, soziale, vor allem aber auch ökonomische Nachhaltigkeit. Wir wollen Unternehmen auszeichnen, die Nachhaltigkeit zu ihrem gewissermaßen Markenzeichen, zu ihrem Core-Business gemacht haben und auch weitermachen. Wie kann es gelingen? Indem Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an einem Strang und zwar in ein und dieselbe Richtung ziehen. I understand sustainability as a political issue. And I'm pleased that in the documents of the European Union and of the European Parliament this concept has, I would say, a proper place. Wir sind sehr anspruchsvoll mit diesem Preis. Umweltbewusstes Handeln alleine ist uns zu wenig. Ich möchte als erstes sagen, dass Sie gar keine Vorstellung haben, wie sehr ich mich eigentlich über den SEA Award und über die Initiative freue. Es wäre eigentlich so schön, wenn wir einen Siegel hätten in Europa, wo man sagt, ja, diese Firma tut was Gutes. Es dauert halt alles ein bisschen in der EU sehr lange. Bisher war ja dieses schrittweise in der EU nachgebildet, den berühmten Echternacher Tanz bei der Springprozession in Echternach in Luxemburg, das so funktioniert, man macht zwei Schritte vor und dann einen zurück. Vielleicht könnte der Beitrag Wiens sein, dass wir mehr so in Richtung einer Polka übergehen. Ich freue mich natürlich jetzt besonders, dass diese Initiative von Österreich ausgeht. Verantwortungsvoll zu handeln, um nachhaltig die Zukunft der kommenden Generationen zu sichern. Genau darum geht es. Und wir haben gemeinsam vor, nächstes Jahr beim Europäischen Forum Alpbach eine internationale Debatte darüber zu führen. For me, sustainability is an open concept, which does not know borders. And I joined this project, this jury, because I saw an open cross-border concept. Wir möchten wirklich den SEA als den internationalen Preis für nachhaltiges Wirtschaften positionieren in den kommenden Jahren. Und ich will wirklich Österreich als Drehscheibe für das Thema Nachhaltigkeit positionieren und dem Thema auch wirklich den Raum zukommen lassen, den es einfach braucht, um hier wirklich eine internationale Bühne in Österreich in den kommenden Jahren aufzubauen.